Hi, ich bin der Cracky von Rabiuli. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich einen CPU-Lüfter konfiguriere. Keine Ahnung, ob das ein Video wird, aber ich habe hier den PC von Quirinox. Ich weiß nicht, ob irgendwer den Zusammenbau gesehen hat. Und da ist uns aufgefallen, dass der Originallüfter, der Alpenföhn-Lüfter, selbst bei niedrigen Drehzahlen leider so einen PWM-Brummen macht. Jetzt habe ich gerade den Arctic F12 PWM CO nachgerüstet. Passt halt mit seinem Grau wunderschön zum Noctua-Grau. Ist dann auch nicht so auffällig, wenn man den Seitenteil drauf hat. Ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls, das Ding soll halt leise sein und daher war dieses leichte PWM-Brumm, was der hier gemacht hat, störend. Und ja, ich kriege das immer noch am besten auf mit den ASRock-Brettern hin und benutze mein Gehör und schaue mir das Ganze mal durch. Das kann man im Prinzip übertragen auf jeden steuerbaren Lüfter und auch auf jedes Mainboard. Da gibt es immer den Hardware-Monitor. Da gibt es dann die Möglichkeit, manchmal die Lüfter zu vermessen, dass man dann weiß, bei welchem PWM-Wert wie viel Drehzahl anliegt und so. Und der Rest macht halt das Gehör. Und dann gibt es halt so einen kleinen Hinweis, so vor allem so dritte Ryzen-Generation, was Temperaturen angeht, dass man sich da nicht so wild macht. Ich habe den Wraith Prism. Hier den RGB-Lüfter, den kleinen. Hier 100, hallo YouTube. Hallo YouTube. Das ist ja eine tolle Stimme. Erinnert mich an diverse YouTuber, die nur so sprechen können mit Jump Cuts. Hier der Wraith Prism RGB. Da kam letztens der Kommentar, mein Händler sagt, man muss auf jeden Fall einen Drittherstellerkühler nehmen, weil der zu schlecht wäre und so und ich oder zu laut. Und ich meinte nur, naja, dann weiß dein Händler leider nicht, wie man den einstellen muss. Weil der muss halt nicht Volldampf geben, damit die CPU gekühlt wird. Wenn es natürlich zu warm wird, dann soll er Gas geben. Aber du kommst in der Regel beim Zocken da gar nicht hin. Auch nicht beim intensiven Rendern. Der Händler will den Kühler verkaufen. Das kann natürlich sein. Jedenfalls, hier geht es jetzt in diesem Fall tatsächlich nur um den CPU-Fan. Hier sehen wir, der dreht jetzt gerade bei 1000 Umdrehungen. Die Temperaturen hier oben sind jetzt erstmal komplett egal. Wir haben ein Ryzen 5 3600 hier drin, 50 Grad im BIOS, kommt mal vor, keine Stromsparfunktion großartig aktiv. Ja, wir ziehen 80 Watt aus der Dose, im Windows sind das 40 Watt. Ist ganz normal. So. Wir schauen uns das jetzt hier einmal an. Ich scrolle hier runter und definiere nun erstmal auf allen Geschwindigkeiten. Also es gibt vier Temperaturen, an denen wir uns langhangeln. Ich zeige euch das mal in der Grafik. Ich mache das aber immer mit den Zahlen. Nein, das ist das Vermessen. So, hier. Seht ihr das? So sieht das jetzt aus. Man kann das dann auch anhand der Punkte, könnte man das hier auch verschieben. Da ist dann der kritische Moment bei 90 Grad, dann läuft er auf Volldampf. Und das sind dann so die Pünktskis. Das kann man dann so einstellen. Also es gibt's auch bei ASRock, nicht wundern. Ich mache es aber viel lieber mit den Zahlen, da habe ich besser einen Überblick. Wir regeln ihn jetzt erstmal auf 100% bei allen Werten, damit wir hören, was der maximal hier schreien kann. Das sind knapp 1400 Umdrehungen, da macht er auch ganz gut Wind. Und hat dann halt sein maximales Kühlpotenzial. Ist natürlich jetzt nicht für den Silent-Betrieb geeignet, wo wir hinwollen. Aber uns geht es natürlich darum, brummt das Ding jetzt oder nicht. So. Und jetzt fange ich unten an. Jetzt nehme ich quasi hier den untersten Wert und setze alle mal auf 20. Und dann schaue ich mir das wieder an. Und ich habe schon so den Eindruck, wenn ich mir den Lüfter so angucke, da könnte ich jetzt fast schnell mit den Fingern reingreifen. Na gut, es sind immer noch 700 Umdrehungen pro Minute. Aber das ist ein guter Anhaltspunkt und das notiere ich mir jetzt auch einfach mal. Die 20% PWM gefallen mir ganz gut als Einstieg, damit überhaupt ein Luftzug durch den Kühlkörper stattfindet und wir eine gewisse Kühlung haben. Ist vielleicht sogar ein bisschen niedrig, weil prinzipiell ist es unhörbar. Ich muss mal kurz aufhören zu labern und meinen Kopf da reinhalten. Ja.
Auch der macht ein leises Geräusch tatsächlich. Aber nicht so ein Brummen. Das sind ja gedämmte Seitendeckel. Das nimmt man dann nicht raus. Das ist okay. Also das hört man dann nicht raus, meine ich. Und jetzt möchte ich halt weiter wissen, gehe dann so in 10er Schritten vor, was denn anliegt. Und wenn ich jetzt hier den kleinsten Wert verändere, den kleinsten Wert für die erste Temperatur hochsetze, setze ich alle anderen Werte auch hoch, weil die gerade auf dem gleichen Niveau sind. Das kann ja nicht sein, dass er bei 50 Grad mit 20% läuft und dann bei 80 Grad, wenn ich jetzt auf 30 stelle, dass er dann bei 80 Grad langsamer wird. Das wäre ja Quatsch. Das lässt es natürlich nicht zu. Also insofern, wir probieren jetzt einfach mal 25. Das heißt, alle gehen auf 25. Dann weiß ich, er läuft auf jeden Fall auf 25 jetzt in diesem Moment. Und dann haben wir knappe 800. Vielleicht nehmen wir das als Eingang. Er muss ja auch noch anlaufen können. Na, so. Gucken wir weiter. Jeder Lüfter verhält sich anders. Auf jedem Mainboard verhält sich das auch anders. Tatsächlich. Also man kann das schlecht 1:1 übertragen, weil immer ein anderer PWM-Controller verwendet wird. Und du kannst zwei komplett gleiche Konfigurationen haben vom Mainboard und von Lüftern. Und aufgrund von Fertigungstoleranzen verhalten sich dort die Lüfter auch anders. So, das sind jetzt knapp 900 bei 30. Zwischendrin kann man immer mal gucken und die Finger in die Lüfter halten. Das fühlt sich schon am ganz, ganz, ganz brauchbaren Luftzug hier an. Gar nicht mal so schlecht. So. 30%. Jetzt machen wir mal 35. Wir gucken nochmal nach. Das sind jetzt 950, da wird er leicht hörbar. 40%. 1000 Umdrehungen. 1000 Umdrehungen ist so ein ganz guter Anhaltspunkt meiner Meinung nach, wo man hingehen kann, wenn die CPU da mal ein bisschen was zu tun hat. Und das merken wir uns auf jeden Fall auch. Das sind die guten 1000. Da bekommt man meistens schon vom Kühlkörper was weggeschafft. Das ist übrigens kühlkörpermäßig, ist das der Alpenföhn Brocken Eco. 32 Euro Kühler. Ich sage euch ganz ehrlich, nicht unbedingt empfehlenswert für dritte Generation Ryzen. Ich habe jetzt hier den Kühlerboden schon ein bisschen versucht plan zu schleifen, weil du hast das Problem bei Ryzen CPUs, Kühlerboden ist konvex und die 3000er Ryzens vor allem auch sind halt auch konvex. Und da der Prozessorkern nicht mehr alleine in der Mitte sitzt, sondern dass eine Aufteilung ist mit drei Chips, je nachdem welchen Ryzen 3 du hast, hast du nur Kontakt auf einem der eher unwichtigen Chips und die eigentlichen Prozessorkerne bekommen kaum Kühlung ab. Da haben wir teilweise dann schon ganz böse Ergebnisse gehabt, dass die Temperatur direkt in 90 Grad hochgeschossen ist, sobald Last drauf kam. Ganz so schlimm ist es bei dem nicht. Man muss ein bisschen mehr Paste verwenden auf beiden Seiten. Und das Planschleifen hat hier auch ein bisschen was bei mir gebracht. Aber ohne jetzt technische Hilfsmittel, nur mit der 8 auf einer Glasscheibe mit verschiedenen Körnungen, verkantest du ja trotzdem immer so ein bisschen. So 1000%ig ist das natürlich auch nicht, aber es hat etwas gebracht. Am meisten würde es noch bringen, wenn man noch die CPU schleifen würde, aber dann ist die Garantie futsch. Also insofern, besser nicht nachmachen, lieber einen anderen Kühler kaufen. Ich würde jetzt sagen Thermalright Aro, aber der ist leider anscheinend end of life. Ich müsste mal die Jungs anhauen, ob es da mal einen Nachfolger gibt, weil der war gut. Der hatte einen planen Kühlerboden, der hat immer super gekühlt. Ich verstehe schon, warum die Leute meistens so All-in-Ones greifen oder empfehlen und sagen, Luftkühler wäre nicht gut genug für Ryzens. Das liegt einfach an den Bodenplatten der Kühler. Oder an den CPUs. Man kann das jetzt auslegen, wie man will. So. Back to topic. 40, 45. Das ist schon ein bisschen mehr, ne? Nicht so ganz predictable. Wir gehen mal auf 50%. 1100 Umdrehungen. Ist auch noch human, ne? 1100 RPM. So. Das ist doch gut. 55. Es lohnt sich nicht, in 5er Schritten zu gehen bei dem. Ich merke das schon. Der ist recht gut regelbar eigentlich.
Das sind knapp 1200 bei 60. Ja, okay, mehr brauchen wir nicht. Was wollen wir da noch? Wir haben ja nur 4 Stages, an denen wir uns langhangeln. Das heißt, wir fangen einfach bei den 800 Umdrehungen an. Mit 25. 25% bei 50 Grad. Und dann sagen wir hier die 30% bei 60. Und bei 70 wird dann ja ein bisschen gearbeitet. Dann gehen wir dann in Richtung der 1000 Umdrehungen. Und bei der 80 Temperatur gehen wir dann auf die 1100, auf die 50. Und unsere kritische Temperatur ist tatsächlich 90 Grad. So haben wir es auf Silent nun getrimmt. So. 800 im Idle. Speichern und raus. F10. Und dann schauen wir uns das mal im Windows einmal an. Setzen natürlich den Seitentickel drauf. So, und dann können aufmerksame Zuschauer, die das Zusammenbauvideo von dem PC gesehen haben, da kann man dann mal so einen kleinen Vergleich ziehen, wie er sich denn verhalten hat beim Cinebench R20. Auch wenn wir dort den originalen Alpenföhn-Lüfter installiert hatten, der wie gesagt dieses Brummen macht, was halt durchaus stören kann. Also den hast du dann auf 600 Umdrehungen, 700 Umdrehungen, 800 Umdrehungen laufen lassen, aber der hat so ein Grundbrummgeräusch. Und nervig. Deswegen jetzt hier einmal machen wir die HW-Info auf. Gibt's kostenlos. Sehr umfangreiches Auslesetool. Kommt jetzt ein breites Fenster. Da sehen wir alle Sensoren auf einen Schlag. Sehen hier die CPU-Temperatur. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das mit dem Chat hier zurechtschiebe. So, dann sehen wir hier die drei Lüfter, die installiert sind. Wie sie laufen. Und jetzt nur so als kleine Demonstration, man darf das nie vergessen, Spiele haben mal kurzzeitig 100% CPU-Auslastung, das sind so Ladepausen zum Beispiel, wenn sie dann in dem Moment die SSD beschäftigen und alle Daten in den Grafikspeicher schaufeln, da haben dann Spiele mal 100% Auslastung. Ansonsten, selbst wenn du im Battlefield Multiplayer-Gefecht hast und du hast einen 6-Kerner am Start mit 12 Threads, dann ist die CPU vielleicht auf allen Kernen so bei 80%, 90%, wenn es hochkommt. Aber auf keinen Fall Vollausschlag 100%. Das ist keine vergleichbare Last mit einem Rendering-Vorgang. Also man darf das dann nicht überbewerten, was jetzt hier gleich passiert. Wir starten den Cinebench R20. Wunderschön, der Zimmerbench. Jetzt habe ich das auch gerafft. Der hat letztens den Witz gebracht. Und dann sehen wir natürlich auch gleich, wie die Temperatur hier hochschießt. Und nicht verrückt machen bei dritter Generation Ryzen. Im Prinzip bis 80, bis 85 Grad völlig unkritisch. Ab über 80 Grad bekommt man eine kleine Bestrafung, was die Leistung angeht bei der CPU. So, ich bin mal kurz still. Man hört ihn jetzt leicht rauschen. Ne? Vorne ist ein 140er Noctua-Lüfter drin, der ein bisschen Gas gibt. Das ist der rückwärtige Lüfter, das ist der vordere Lüfter. Die hört man natürlich leicht rauschen. Ja? Aber hier, wenn man das jetzt mit dem Zusammenbauvideo und meinem ersten Cinebench vergleicht, wir waren sehr schnell kurz vor der 80. Und das ist auf jeden Fall ein deutlich merkbarer Unterschied, den ich alleine durch das Abschleifen erreicht habe. Hier kommen zwei Punkte halt zusammen. Der Kühler ist jetzt nicht unbedingt super empfehlenswert für Ryzens. Ja? Ich wiederhole das. Und unsere CPU ist auch leider nicht die beste vom Schlag, weil der legt hier automatisch immer noch 1,3 Volt an. Und da entsteht schon eine kleine thermische Verlustleistung natürlich. Und das ist relativ hoch. Meine 3.6er ist halt eher ein schlechterer Kern. Jetzt nicht falsch verstehen, der performt ja trotzdem super. Aber die besser ausgewählten Chips hast du halt mit den X-Versionen. Also das trifft für den 3.6X zu, das trifft auch für den 3.8X gegenüber dem 3.7X zu und das trifft vor allem für den ganz dicken 16-Kerner. Da ist die Creme de la Creme drin, ja, der 3950X. Der braucht ja, wenn du so einen Benchmark machst, dann legt der 1,2 Volt an und das war's. Das hängt alles von der VID ab und die ist hier natürlich extrem geil, weil die Lead ist, 1337, habt ihr gerade gesehen. Die VID ist von CPU zu CPU unterschiedlich. Da gibt's starke Schwankungen, leider Gottes. Mit was hast du das abgeschliffen? Also ich habe
Ja, mit Schleifpapier. Ich habe, glaube ich, mit einer 200er Körnung angefangen. Ich weiß gar nicht. Oder eine 90er Körnung sogar. Also Glasplatte, Schleifpapier festgeklebt, Wasser drauf und dann eine schöne 8 fahren. So habe ich das gemacht. Na, also man sieht das hier. Natürlich, wir kommen im Bereich der 80 Grad. Cinebench rendert. Und man hört das System jetzt in dem Moment auch. Aber das ist halt auch nicht die Last, die beim Gaming anliegt auf dem Prozessor. Die ganze Lüftersteuerung ist ja anhand der Prozessortemperatur geregelt. Auf jeden Fall gefällt mir der Arctic-Lüfter dahingehend besser. Und so haben wir es jetzt auf jeden Fall so bewerkstelligt, dass man halt auch ein Video rendern kann, ohne dass man gleich alles am Blasen ist. Und das ist halt auch die Sache bezüglich hier dem... Das war der Karton. Heute fällt viel wieder. Bezüglich des Rave Prism Kühlers, dass man den halt einfach so einstellen muss, dass die CPU ruhig 80 Grad heiß werden darf. Man setzt halt vorher den Wert so, dass es von der Lautstärke her für einen okay ist und dann geht man langsam hoch und wenn es dann halt in den kritischen Bereich kommt, 85 plus, dann darf er halt Gas geben. Aber meistens kommst du da nicht hin. Das ist der große Vorteil. Gravity Check. Ja, Gravity funktioniert. Das ist eine Sache, die kann man mitnehmen. Jeder handhabt das sicherlich anders. Ich habe auch jetzt schon wieder einen Kommentar gelesen, dass der Ansatz ja ganz geil wäre mit dieser Hörbarriere und sich daran zu orientieren, aber irgendwie ganz brutal verstaubter Bereich oder so. Und dann will man halt eigentlich gar keinen Airflow haben. Gut, da muss man es natürlich anders regeln, aber ich regel das gerne so, dass ich einfach schon einen Airflow habe. Ich mag auch die Grafikkarten nicht mit ihren stillstehenden Lüftern. Und dann wird die Karte sowieso immer 50 Grad warm. Gefällt mir auch nicht. Lieber wäre mir, wenn die Lüfter der Grafikkarte permanent drehen. Mein Gott, die Lager, ja. Wie lange sollen sie halten? Und aber eine Kühlung schon stattfindet. Und eine unhörbare Kühlung in dem Moment trotzdem. So, und jetzt hat sich auch alles wieder hier beruhigt, normalisiert. Drehzahlen sind wieder unten. System ist zwar wahrnehmbar, dass da ein Computer läuft, aber mein Streaming-PC, der da unten steht, ist lauter. Da sind halt nicht so gute Lüfter drin. Keine Noctuas und Arctics, sondern die günstigen, leuchtenden Xilence waren es. Genau. Naja. Aber auch die haben Geld gekostet. So, gut. Das war mein Thema hier zum Lüfter einstellen. Schreibt's gerne in die Kommentare, liebe YouTube-Zuschauer, wie ihr das handhabt. Und vielleicht könnt ihr ja was davon mitnehmen. Wie gesagt, eigentlich findet man das immer im BIOS. ASRock selber hat auch ein Windows-Tool. Das Problem ist aber, ich glaube, man muss das immer wieder starten, damit er das übernimmt. Also du kannst das nicht vom Windows-Tool übertragen ins BIOS. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie andere Hersteller das machen. Ich mache es am liebsten im BIOS. Ich mache es am liebsten mit den nackten Zahlen. An den Diagrammen rumfummeln und diese Bälle verschieben geht natürlich auch. Wenn man dann einen Überblick hat, bei Gigabyte ist das zum Beispiel der Fall, wenn man dann einen dieser Punkte verschiebt, in diesem Moment bleibt der Lüfter stehen. Nicht wundern, ist ganz normal. Also die Gigabyte PWM-Controller, sobald du dann da einen Wert veränderst, geht die Drehzahl vom Lüfter runter. Da muss man erstmal warten und dann kommt er dann auf den Wert gefahren. Und das ist aber immer eine gute Sache. Das ist eine schöne Sache, das zu tunen. Und dann gibt es halt noch natürlich die Lüfterunterschiede zwischen DC-Steuerung und PWM-Steuerung, also 3-Pin oder 4-Pin. PWM ist auf jeden Fall der Way to go. Da hat man meistens die besten Möglichkeiten. Viele Boards bieten eine Umschaltfunktion, muss man auch immer sehen, dass das richtig eingestellt ist. Viele ältere Boards, vor allem bei ASRock auch, sind nur mit PWM richtig gut zu steuern. Aber hier kann es dann auch wieder kommen, dass man echt Pech hat, dass man einen PWM-Lüfter hat, aber den kriegt man zum Verrecken an Anschluss A nicht gesteuert. Da gibt es leider häufig Bugs. Ist immer so eine Sache für sich. Aber PWM auf jeden Fall die Empfehlung. Und ich packe gerne in die Videobeschreibung mal so ein paar empfehlenswerte Gehäuselüfter und könnt ihr euch dann dort anschauen. So, jetzt sind wir aber fertig. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssikowski.